Der Volkstrauertag hat seine eigene geschichtliche Entwicklung, angefangen im Jahr 1919 als Gedenktag des Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge für die gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg, von den Nationalsozialisten dann missbraucht als sogenannter Heldengedenktag. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er wieder eingeführt und hat sich im Laufe der Zeit als Gedenktag für alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft etabliert. Wir als Verein gedenken traditionell grundsätzlich diesem Volkstrauertag, insbesondere der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hier am oberen Kuhberg und der Menschen, die hier im KZ direkt gelitten haben. Darunter war auch Erwin Schuler, dessen Nachkommen hier uns nachher Einblicke in ihre Familiengeschichte geben werden. Warum brauchen wir das regelmäßige Erinnern und Gedenken, das sich für jüngere Menschen eher nach Pflichtveranstaltung anfühlt? Mir ist es bei unseren Gedenkstunden immer wichtig, die Verbindung der Opfer und des historischen Ortes in unsere aktuelle Zeit, in unser modernes Leben und auch in unsere Zukunft herzustellen. Gerade in den letzten Wochen ist doch wieder deutlich geworden, dass bereits nach 10 Jahren schon viele Menschen nicht mehr wissen, was der nationalsozialistische Untergrund der NSU ist und welche Verbrechen an Bürgern mit ausländischen Wurzeln und einer deutschen Polizistin vor nunmehr 10 Jahren vom NSU verübt wurden. Und dies, obwohl die gerichtlichen Prozesse gegen die Täter immer noch nicht ganz abgeschlossen sind und wir immer wieder darüber in den Medien berichtet haben. Die Verbrechen während der Herrschaft der Nationalsozialisten sind bald 100 Jahre vergangen und die Millionen von Opfern dürfen in Zukunft nicht vergessen sein. Wir haben aus den rassistischen und nationalistischen Verbrechen während der Herrschaft des Nationalsozialismus gelernt, dass wir mit unserem Erinnern den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellen müssen. Angriffe oder gar das Töten aus rassistischen Motiven sind nicht allein Verbrechen gegenüber den einzelnen Opfern, sondern auch ein Verstoß gegen die demokratische Gesellschaft und damit gegen jeden von uns selbst. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seines religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt und schon gar nicht verfolgt und getötet werden. Das ist § 3 unseres Grundgesetzes, das ist Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wenn wir heute hier der Opfer des KZs Oberer Kuhberg bedenken, appellieren wir an das Nie-Wieder unserer Vereinsgründer und verankern damit die Achtung von Menschenrechten und die Verteidigung von Demokratie und Freiheit in unsere Gegenwart und Zukunft. Gedenken und Erinnern heißt aber nicht, sich einmal im Jahr historische Geschehnisse wieder ins Bewusstsein zu holen. Erinnern und Gedenken bedeutet, das ganze Jahr über das Wissen um die Gefährdung der Menschenrechte zu verbreiten, das rechtzeitige Erkennen der Bedrohung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu schulen und Mut zu machen, der Bedrohung als einzelner Mensch oder im Idealfall gemeinsam mit vielen anderen den Kampf anzusagen. Im historischen Rückblick sind wir doch immer wieder erstaunt, wie schnell nach der Machtergreifung die Nazis den Rechtsstaat, angefangen mit Einrichtungen wie dieser hier, ausgehebelt haben. Hier am Kuhberg ist der einzige Ort in Süddeutschland, an dem viele Spuren des 1933 bis 1935 eingerichteten frühen Lagers erhalten blieben und damit für nachkommende Generationen die Möglichkeit, Geschichte authentisch und nicht nur aus schriftlichen Dokumenten erlebbar und begreifbar zu machen. Durch dieses Erfahren und Wissen und Erinnern heute an diese Einschränkungen der demokratischen Rechte von damals wird auch deutlich, dass die europäische Gemeinschaft eingreifen muss, wenn Mitgliedstaaten wie Polen und Ungarn die Unabhängigkeit von Justiz und Meinungsfreiheit nicht mehr sichern. Diese aktuellen Beispiele zeigen auf, dass das, wofür wir heute hier versammelt sind, Sinn macht. Es sind Beispiele dafür, dass die Arbeit des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg 365 Tage im Jahr sinnvoll ist. Es sind Gründe dafür, dass Sie uns als Mitglied oder durch Spenden unterstützen. Die wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationszentrums, Dr. Nicola Wenge, wird nun die Hintergründe des ehemaligen KZs und der Gedenkstunde einführen und unsere heutigen Podiumsgäste vorstellen.
Und danach laden wir Sie ein, sich auf die Familiengeschichte des Kuback-Häftlings Erwin Schuler einzulassen. Es braucht nur wenig Empathie, um zu erkennen, welche Bedeutung das Leben von Erwin Schuler für die nachfolgende Generationen seiner Familie und auch für uns alle hat. Und dass es wichtig ist, über seine Geschichte noch nach mehr als 75 Jahren zu forschen, Neues zu erfahren und ihn und den anderen Häftlingen des KZs Oberen Kubergs heute zu gedenken. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde des Dokumentationszentrums. Ich schließe mich dem Gruß meiner Vorrednerin sehr gerne an und begrüße Sie sehr herzlich, jetzt nicht noch einmal namentlich persönlich, aber kollektiv, egal ob Sie in diesem Raum, im Untergeschoss oder auch digital zugeschaltet sind. Ich begrüße natürlich besonders die Angehörigen der Verfolgten und namentlich die Familie Schuler, die sich hier mit 10 Personen auf den Weg gemacht hat, auf einen weiten Weg aus Paris und Brüssel, aus Bremen, Berlin, Tübingen. Und was mich besonders freut, dass sie auch mit allen Generationen vertreten sind. Die Kinder von Erwin Schuler, die Enkel und die Urenkel. Ich werde sie Ihnen gleich noch, liebes Publikum, genauer vorstellen. Vorher möchte ich jetzt aber mit meinem Beitrag in die historischen Hintergründe unserer Gedenkstunde heute einführen, natürlich vor allem für die Gäste, die heute das erste Mal dabei sind. Wir richten heute, 88 Jahre nach der Errichtung des KZ Oberer Kuhberg, in diesen Tagen im November 1933, den Blick zurück auf die Anfänge des nationalsozialistischen Terrors. Wir schauen auf die unmittelbar einsetzende brutale Verfolgung der politischen Gegnerinnen und Gegner, auf einen Terror, der in erster Linie auf die organisierte Arbeiterbewegung und ihre Parteien zielte, um die neu gewonnene Regierungsmacht dauerhaft vor organisiertem Widerstand zu sichern. In aller Öffentlichkeit überfielen SA-Schläger Zeitungsredaktionen, Buchhandlungen und Vereinsheime, durchsuchten Polizei, SA und SS Privatwohnungen und verschleppten diejenigen, die sie dort anfanden. Allein 1933 wurden 100.000 Kommunistinnen und Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten mit dem Instrument der Schutzhaft in die bald völlig überfüllten Gefängnisse und von dort in die improvisierten ersten Konzentrationslager gebracht. In etwa 80 frühen Lagern wurden die politischen und weltanschaulichen Gegner von triumphierenden Nationalsozialisten festgesetzt und drangsaliert, als Feinde gedemütigt, misshandelt, gefoltert. Mehrere hundert Menschen wurden in den ersten Monaten des Jahres 1933 und folgende getötet. Die Inhaftierten waren ganz der Willkür ihrer Verfolger preisgegeben. Dieses erste Großverbrechen, denn anders kann man das ja nicht nennen, der Nationalsozialisten, war von Regierungsseite und prominenten Nationalsozialisten öffentlich angekündigt worden. Hitler hatte bereits in seiner Kabinettserklärung Ende Januar erklärt, dass die nationale Revolution die Linke vernichten werde. Und der württembergische Reichsstatthalter Wilhelm Mohr, Reichsstatthalter, der also die zentrale Regierungslinie aus Berlin im Land durchsetzen sollte, der drohte am 15. März, am Tag seiner Ernennung zum Staatspräsidenten, ich zitiere: "Wir sagen nicht Aug um Aug, Zahn um Zahn. Nein, wer uns ein Auge ausschlägt, dem werden wir den Kopf abschlagen. Und wer uns einen Zahn ausschlägt, dem schlagen wir den Kiefer aus." Das war offizielle Regierungslinie. Das zentrale Instrument zur Unterdrückung der politischen Opposition war die Schutzhaft in den Konzentrationslagern. Die gesetzliche Grundlage für die Verhängung der Schutzhaft war die sogenannte Reichstagsbrandverordnung des Reichspräsidenten Hindenburg vom 28. Februar 1933.
erlassen, nur einen Tag nach dem Reichstagsbrand. Unter Ausrufung des Ausnahmezustands setzte diese Notverordnung wesentliche Grundrechte der Weimarer Verfassung für unbestimmte Zeit, und zwar letztlich bis 1945, außer Kraft. Der förmlich verhängte Staatsnotstand ermöglichte es, die Verfolgung als legal darzustellen. Jede als staatsfeindlich verdächtige Person konnte ohne Anklage, Beweis, Verhör oder Rechtsbeistand willkürlich und auf unbestimmte Zeit in Zuchthäuser und Konzentrationslager in Haft genommen werden. Die Verordnung leitete eine von der Justiz unkontrollierbare politische Polizeiverfolgung ein. In der propagandistischen Darstellung galt die Schutzhaft ebenso zynisch wie euphemistisch. Als Schutzmaßnahme für die Inhaftierten vor dem vermeintlichen Volkszorn. Sie bestand jedoch allein aus Rechtlosigkeit und Willkür. Zu den ersten Opfern der groß angelegten Massenverhaftung von März und April 1933 gehörten insbesondere die Kommunistinnen und Kommunisten. Sie bildeten die große Mehrheit unter jenen 2000 Männern und Frauen, die allein im März und April 1933 durch die württembergische politische Polizei und ihre Hilfstruppen bestehend aus SA, SS und Stahlhelm erst in die örtlichen Polizei- und Amtsgerichtsgefängnisse und von dort in die frühen Lager gebracht wurden. Die gesamte mittlere und obere Funktionsebene der KPD und ihrer Organisationen, aber auch einfache Vereinsmitglieder und KPD-Sympathisanten kamen in Haft. Unter den Inhaftierten befand sich auch der Stuttgarter Kommunist Ernst Schuler, der im März 1933 in das KZ Heuberg bei Stetten am Kalten Markt eingewiesen, ziemlich genau mit den ersten Transporten, die zum Heuberg gingen, eingewiesen wurde und von dort in diesen Tagen, in diesen Wochen hierher in das KZ Obrakuberg kam. Das Lager Heuberg war mit bis zu 3500 Häftlingen, vor allem aus der württembergischen Arbeiterbewegung, aber auch aus Baden, Hohenzollern und Hessen, sowie mit 500 Wachleuten, eins der großen, im April 1933 sogar das größte Konzentrationslager im Deutschen Reich. Es befand sich auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz und wurde zum Jahresende geschlossen, um das Gelände wieder militärisch nutzbar zu machen. Etwa 300 Männer, darunter Schuler und der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Kurt Schumacher, wurden vom Heuberg zum Nachfolgelager Kuberg gebracht. Sie bildeten in den Augen des Regimes den harten Kern des politischen Widerstands, galten als unbelehrbare Gegner des Regimes. Und direkt mit dem Eintreffen der ersten Häftlinge verschlechterten sich für sie ihre Haftbedingungen. Hier am Kuberg herrschte ein Alltagsterror, der nur vor Mord als letztem Tabu noch Halt machte. Die extrem ungesunden und unhygienischen Lebensbedingungen in der alten Festungsanlage und die brutale Behandlung durch Lagerkommandant Karl Buck und seine Wachmannschaften machten das Lager zu einem Ort des Schreckens. Erwin Schuler litt wie die anderen Häftlinge unter stundenlangen Strafappellen und sinnlosen Beschäftigungsritualen, unter körperlichen Drangsalierungen und Schikanen, dem Entzug von Essen, sowie einem nur eingeschränkten Zugang zu den Latrinen, den Toiletten, den behelfsmäßigen Toiletten. Toiletten gab es nicht. Er wurde gefoltert und zog sich eine lebensbedrohliche Erkrankung zu, bevor er schwer gezeichnet im Februar 1934 entlassen wurde. Viele Häftlinge kehrten wie Erwin Schuler abgemagert und erschöpft vom Kuberg zurück. Manche trugen Spuren von Misshandlungen. Einige waren dem Tod nahe, denn auf dem Kuberg galt wie auf dem Heuberg die Regel, dass Häftlinge, die ernsthaft erkrankt waren, nach der entsprechenden Einschätzung eines SS-Arztes und des Lagerkommandanten entlassen wurden. Doch wie in anderen frühen Lagern war auch am Kuberg grundsätzlich nicht an eine dauerhafte Inhaftierung der Häftlinge gedacht. Typisch war vielmehr ein stetiger Fluss von Häftlingen in und aus den Lagern, um die Bevölkerung abzuschrecken und die eigenen Anhänger zu beeindrucken. Und wie andere frühe Lager wurde auch das KZ Obrakuberg im Sommer 1935 geschlossen, was mit einer reichsweiten Zentralisierung und Vereinheitlichung des KZ-Systems zusammenhing. Die verbliebenen Gefangenen, darunter Kurt Schumacher, wurden ins KZ Dachau gebracht.
Für nahezu alle Kuhberg-Gefangenen hatte die Haft gravierende physische und psychische Auswirkungen. Den meisten Häftlingen war ihre Arbeitsstelle gekündigt worden. Sie erlitten aber nicht nur materielle Not, sondern wurden von der Volksgemeinschaft auch als Menschen zweiter Klasse stigmatisiert und isoliert. Und natürlich Volksgemeinschaft bitte in Anführungszeichen denken. Manche von ihnen wurden bis 1945 wieder in Zuchthäuser und Konzentrationslager gesperrt. Andere, wie Erwin Schuler, in den Vernichtungskrieg der Wehrmacht gezwungen, der im Juli 1943 bei einem Angriff der Resistance auf einen Eisenbahnzug mit deutschen Soldaten getötet wurde. Wir sind heute hier zusammengekommen, um jenen Menschen unseren Respekt zu erweisen, die sich gegen die Nationalsozialisten stellten, die sich dem Rassismus und der Ideologie der Menschenverachtung widersetzten und die für ihre Überzeugung am Kuhberg und so vielen anderen Unrechtsorten einen hohen Preis zahlen mussten. Und wir befinden uns da in einer langen und wichtigen Tradition. Die erste Gedenkstunde fand hier schon im Jahr 1948 statt und sie war von den Überlebenden selbst, der Lagergemeinschaft Heuberg-Kuhberg-Welzheim, organisiert worden und durchgeführt worden. Und es waren zunächst auch die Verfolgten und die Zeitzeugen, die seit den 1970er Jahren Besucher durch die damals noch mühsam erkämpfte Gedenkstätte führten. Seitdem hat sich die Arbeit des Dokumentationszentrums Obra-Kuhberg weiterentwickelt und verändert. Aber bis heute gehört es elementar zu unserem Selbstverständnis, Verfolgung und Widerstand am individuellen Beispiel zu veranschaulichen, die einzelnen Menschen zu würdigen. Wohl wissend, dass sich unser Blick auf die Geschichte über die Generationen hinweg verändert. Und deshalb freue ich mich und ich darf das sagen, dass der gesamte Verein des Dokumentationszentrums und unser Publikum sicherlich das genauso sehen wird, dass heute der Enkel von Erwin Schuler, aber auch die Urenkel über den Umgang in ihrer Familie sprechen werden und auch ihn als Person würdigen werden. Bevor die drei gleich das Wort haben, möchte ich sie Ihnen noch kurz vorstellen. Bernie Hasenknopf ist Professor für Chemie an der Sorbonne in Paris und Sohn von Michael und Odrun Schuler. Er ist mit Anne, einer Französin, verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne, Raphael und Manuel, die zweisprachig in Frankreich aufgewachsen sind und heute in Berlin und Brüssel studieren. Und sie werden eben gleich nacheinander erst einmal die Biografie von Erwin Schuler vorstellen und dann aber auch über ihre Spurensuche in Frankreich berichten und was das für die vierte Generation bedeutet. Es ist nicht selbstverständlich, über Familiengeschichte in einem öffentlichen Raum zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familie, vielen Dank für diese Einleitung. Hier und heute zu Ihnen zu sprechen, ist für mich eine sehr große Ehre und es ist auch eine große Freude, dass mein Großvater Erwin Schuler hier heute geehrt wird. Aber vor allem ist es für mich eine Aufgabe, über das Einzelschicksal von ihm hinauszugehen und das grausame Regime der Nazi-Herrschaft darzustellen, wie es das Leben eines Kommunisten vor fast über 90 Jahren zerstört hat. Und welche Folgen das immer noch hat, bis hin nach Frankreich, wo ich heute lebe. Frau Wenke, Sie haben eben schon kurz dargestellt, dass Erwin Schuler hier in diesen Räumen als KZ-Häftling gefangen gehalten und gefoltert wurde und später als Soldat der Wehrmacht in Frankreich bei einem Anschlag der kommunistischen Resistance zu Tode kam. Dieses Grauen der Vergangenheit in diesen Räumen gibt es hier heute nicht mehr. Die Gegensätze zwischen Deutschland und Frankreich sind dem Respekt und der Freundschaft gewichen. Und um zu verstehen, wie wir dies erreicht haben, wie wir diese Errungenschaften für alle Zeiten bewahren können, möchte ich den Weg unserer Familie nachzeichnen. Und Manuel und Raphael werden Ihnen beschreiben, welche Auswirkungen das bis heute hat. Irgendwo habe ich hier, genau,
Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht, wenn ich auf Anmache, geht es leichter. Genau. Erwin Schule wurde 1906 in einer, wir würden wohl heute sagen, bürgerlichen Familie geboren. Sein Vater war Buchhalter, seine Mutter besaß ein kleines Lebensmittelgeschäft in Hechingen, hier auf dem Bild. Und als Schwaben kennen Sie bestimmt Hechingen am Fuße der Burg Hohenzollern, gerade mal 100 Kilometer westlich von hier. Erwin studierte Wirtschaftswissenschaften in Berlin und vor allem in Tübingen, wo er 1932 promovierte. Er war Kommunist und politisch sehr aktiv, seit 1926, also mit bereits 20 Jahren, Mitglied der KPD. Und er und sein Freund Wolfgang Abendroth gründeten zur Zeit der Reichstagswahl 1930 das Hechinger Arbeiterkartell, das Kommunisten, Sozialdemokraten, Freie Gewerkschaftler und den lokalen Arbeitersängerbund zusammenführte. Übrigens, der Vorsitzende des Arbeitersängerbundes war auch gleichzeitig der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Anders als der ermutigende Erfolg dieser lokalen Wahlkampfstrategie begünstigte jedoch die Uneinigkeit der deutschen Linken auf nationaler Ebene den Aufstieg Adolf Hitlers. Erwin Schuler gründete 1932 in Stuttgart unter seinem Namen einen Verlag und wurde Leiter einer Buchhandlung, die unter anderem von John Hartfield gestaltete Plakate und belletristische, antifaschistische und marxistische Literatur vertrieb. Er veröffentlichte auch mit einer Auflage von 5000 Exemplaren das Theaterstück Bauer Betz, das sieht man hier im Katalog, von Friedrich Wolff. Bereits wenige Tage nachdem er den Laden 1932 übernommen hatte, kam die Polizei und beschlagnahmte die Druckschrift »Der Massenstreik im Kampfe des Proletariats« von Peter Langner. Die Druckschrift sei Vorbereitung zum Hochverrat, weil sie, ich zitiere die Anklage, zum Ungehorsam gegen Gesetze und rechtsgültige Verordnungen anreizt und dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet. Erwin wurde wegen fehlender Beweise, dass er selbst die Schrift verkauft habe, nicht verurteilt. Aber den Schergen Hitlers war dieser Ausgang des Prozesses sicher ein Dorn im Auge und er blieb im Visier. Erwin lehrte auch an der marxistischen Arbeiterschule, MASCH, hier ist eines der Programme, einem Netzwerk kommunistischer Bildungseinrichtungen, die es in ganz Deutschland gab und die von den Nationalsozialisten bekämpft wurde. Erwin war damit ein aktiver und exponierter Gegner des Nationalsozialismus. Er gehörte deshalb zu den Ersten, die im Anschluss an die Machtübergabe an Hitler verfolgt wurden. Der Verlag und die Buchhandlung wurden liquidiert und aus Vorsicht hat er belastendes Material, darunter auch Bücher, im Neckar versenkt. Die Gestapo hat das Paket trotzdem gefunden. Ein Zeitungsartikel aus der damaligen Zeit hat davon berichtet. Beim Versuch, in die Schweiz zu fliehen, wird er am 10. März 1933 verhaftet und nach einem kurzen Gefängnisaufenthalt in das Lager am Heuberg überstellt, das gerade in einem ehemaligen Kinderheim eingerichtet worden war. Es war das früheste Konzentrationslager im Raum Württemberg-Baden, ganz am Anfang der systematischen Ausschaltung aller Gegner und Gegnerinnen des Nationalsozialisten, der Nationalsozialisten und vor allem der Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Sie haben es eben schon bereits sehr schön dargestellt. Später im Jahr 1933 kam er hierher auf den oberen Kuhberg und wie andere politische Gegner auch wurde er gefoltert. Wir haben den schriftlichen Bericht des Mitgefangenen Ernst Planck, der die bis zur Bewusstlosigkeit führenden Schläge und Misshandlungen beschreibt, denen Erwin immer wieder von Neuem ausgesetzt war. Dieser Zeuge notierte die offensichtliche Tötungsabsicht, aber Erwin hat glücklicherweise überlebt und nach 10 Monaten, am 29. Januar 1934, wurde er lebensgefährlich erkrankt entlassen. Er stand aber unter Polizeiaufsicht und musste sich täglich auf der Polizeiwache melden und konnte nie wissen, ob er von dort wieder heimkommen konnte. Dieses Bild ist nach seiner Entlassung aufgenommen worden. Erwin erholte sich und nahm unterschiedliche Tätigkeiten auf, aber in seinem Beruf konnte er nicht mehr arbeiten. Im Oktober 1940 wurde er zum Militärdienst einberufen. Man konnte damals als Gegner des Naziregimes zwangsweise in ein Strafbataillon einberufen werden, wie sein Freund Wolfgang Abendroth, der in das Strafbataillon 999 auf den Heuberg kam, oder aber in die reguläre Armee verpflichtet werden. Nun bleibt noch zu klären, warum Erwin, der sein Leben im Kampf gegen die Nazis riskiert hat, jetzt zustimmte, sein Leben einer Nazi-Armee aufs Spiel zu setzen. Und die Klärung dafür liefert die von der Nazi praktizierte Sippenhaft.
Mit offenen Widerstandshandlungen oder gar einer Verweigerung des Kriegsdienstes hätte er seine Frau Sepha hier links auf dem Bild und seinen Sohn Markus hier in der Mitte mit ihm zusammen bestimmt der Verfolgung und Bestrafung durch das Naziregime ausgesetzt. Erwin war damals jung verheiratet. Markus wurde 10 Tage nach seiner Verhaftung 1933 geboren. Mein Vater Michael, hier anwesend, ist 1939 geboren worden. Erwin war also jetzt Wehrmachtssoldat und er beschrieb diesen Krieg als kriminell und dumm, versuchte aber gleichzeitig mit dieser Einstellung natürlich unentdeckt zu bleiben, stand doch auf jedwede Wehrkraftzersetzung die Todesstrafe. Es gelang ihm bis zu seinem Tode jeglichen Fronteinsatz zu umgehen, indem er sich zur Betreuung, Bewachung von Kriegsgefangenen gemeldet hat. Man sieht ihn hier, er dreht sich zu ihnen um, auf der linken Seite. Seine Sprachkenntnisse halfen ihm. Er sprach Französisch und Russisch und so war er zuerst für französische Kriegsgefangene, hier auf dem Bild, in Süddeutschland verantwortlich. Dann für russische Gefangene in Drohobytsch in der heutigen Ukraine. Es besteht für uns kein Zweifel an seiner humanen Behandlung der Gefangenen. Bei seiner Frau Sepha meldeten sich nach dem Krieg ehemalige französische Gefangene in freundschaftlicher Absicht. Erwin sah sich mit der Frage konfrontiert, was er tun würde, falls sein Befehl mit seinem Gewissen nicht vereinbar gewesen wäre. Er beantwortete diese Frage in einem Brief an seine Frau mit einem Zitat von Gottfried Säume, und ich zitiere: Es gibt viele Möglichkeiten, ehrlich in der Welt zu leben. Und wenn es keine mehr gibt, gibt es viele Möglichkeiten, nicht zu leben. Erwin erlebte in dieser Zeit sowohl die Schrecken des Nationalsozialismus als auch des Stalinismus. Ein ukrainischer Zeuge schilderte ihm die schrecklichen Begleiterscheinungen der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft unter Stalin, den Hungertod seiner Mutter und das Verschwinden von Tausenden von Menschen. Im April 1943 wurde Erwin nach Frankreich geschickt. Hier auf dem Foto, auf dem Dach über einer Stadt, ganz sicher irgendwo in Nordfrankreich. Dort wurde nach der Niederlage in Stalingrad eine neue Division aufgebaut. Er wurde in Schreibstuben eingesetzt, um Berichte und Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Seine Französischkenntnisse und seine Berufserfahrung als Verleger und als Buchhalter halfen ihm dabei. In seinem letzten Brief teilte er seiner Frau Sepha mit, dass er zum Oberschreiber befördert wurde. Am 28. Juli 1943 stieg Erwin, ein deutscher Kommunist in Nazi-Uniform, in Tourcoing an der französisch-belgischen Grenze in einen Zug, sicherlich in Richtung Atlantikküste. Hier ist er in einem solchen Zug, von Ihnen aus gesehen oben rechts, bestimmt nicht der Zug, aber ein solcher Zug. Er starb, weil eine Gruppe französischer Kommunisten die Eisenbahnschienen so gelockert hatten, dass der Zug nach Mitternacht entgleisen musste. Es wird berichtet, dass 187 Wehrmachtssoldaten dabei den Tod fanden und etwa 300 verletzt wurden. Was genau passierte und wie wir es erfahren haben, wird Ihnen jetzt mein Sohn Manuel erzählen. Unsere Suche nach Erwins Spur hat im Juli 2018 angefangen. Ich war gerade 17 Jahre alt und für eine Jugendleiterausbildung im Elsass in dem Gelände eines deutschen Militärfriedhofs. Aus Neugier bin ich eines Tages ins Informationszentrum des Friedhofs gegangen. Zwischen den vielen Unterlagen stieß ich auf ein großes Register, in dem alle deutschen Soldaten eingetragen sind, die in Frankreich im Zweiten Weltkrieg gefallen waren. Ich suchte also nach Erwins Schule. Ich kannte damals schon einen kleinen Teil der Geschichte meines Urgroßvaters. Erwin ist als Soldat bei einer Zugentgleisung im Norden von Frankreich ums Leben gekommen. Wir wussten, dass französische kommunistische Widerstandskämpfer den Zug haben entgleisen lassen. Er ist in den Abgrund gestürzt, also dachten wir alle in der Familie, die Widerstandskämpfer hätten eine Brücke gesprengt. Aber irgendwie fehlten uns genaue Informationen. Wann genau ist er gestorben? Wo ist er verunglückt? Wo ist er jetzt begraben? Wie ist es eigentlich passiert? Ich suchte nach Antworten in diesem Register.
Und tatsächlich stand da der Name von Erwin, sein Sterbedatum und sein Bestattungsort. Als ich mit meinem Fund nach Hause kam, haben wir mit unserer Suche angefangen. Wir fanden heraus, dass der deutsche Truppenzug Nummer 870, in dem Erwin saß, in der Nacht vom 28. auf dem 29. Juli 1943 in der Nähe der Stadt Albert in der Somme entgleist ist. Wir erfuhren auch, wer die Zugentgleisung verursacht hatte. Es war die Gruppe der Franc-Tireurs et Partisans von Constant Détail, einem Volksschullehrer, die sich zu diesem Angriff bekannte. Constant und Erwin hätten sich sicherlich gut verstanden, teilten sie doch dieselbe Weltanschauung. Sie standen leider jeder auf der anderen Seite einer Kriegsfront, die sie für immer trennte. Auch das Schicksal von Constant Détail ist erschütternd. Nach der Zugentgleisung wurde er schnell von den Deutschen verhaftet und ins Gefängnis von Amiens gebracht. Um die Gefangene zu befreien, hatten die Briten das Gefängnis bombardiert. Dabei starb auch Constant Détail. Welche Tragik, so wie der Kommunist Erwin durch den Kommunisten Constant zu Tode kam, kam auch der Widerstandskämpfer Constant durch die befreundeten Alliierte ums Leben. Am Ende starben Erwin und Constant, ein deutscher und ein französischer Antifaschist, geeint in der Gegnerschaft zu einem gemeinsamen Feind, den deutschen Nationalsozialisten. Das ist der Schrecken des Krieges. Nie wieder. Wir wollten noch mehr erfahren. Also sind mein Vater, meine Großeltern und ich am 20. Juli 2018 in der Nähe von Albert gefahren. Wir waren auf der Suche nach der Brücke, wo Erwin verunglückt ist. Aber überall, wo wir anhielten, kannte niemand die Geschichte des entgleisten Zuges. Von Brücke zu Brücke, von Dorf zu Dorf, brachte unser Weg uns nach Grandcourt. Zum ersten Mal am Tag kannten Leute unsere Geschichte. Wir wurden zum Bürgermeister geschickt, Marcel Herbe, der uns noch an diesem Samstagabend, zu sich nach Hause einlud. Er wusste Bescheid, denn das Ereignis war auch ein Teil seiner eigenen Familiengeschichte. Der Zug war in das Feld seiner Eltern abgestürzt. Seine Mutter hatte ihm immer von der verlorenen Ernte erzählt, weil das Korn mit dem Blut der Soldaten getränkt war. Wir fuhren zum Ort, wo es passiert war, wo Erwin gestorben ist. Wir konnten endlich sehen, wo alles passiert ist. Und das machte für uns alles viel konkreter. Es war keine Brücke, sondern eine Kurve, in der der Zug in einem Graben gestürzt war. Marcel Herbe war am Tag des Unglücks selber noch nicht geboren. Aber er brachte uns zu Josette, der Tochter des damaligen Bürgermeisters, die diese Nacht als 12-Jährige erlebt hat. Sie beschrieb uns eindringlich, wie sie am Fenster stand, das Feuer in den Nachthimmel sah und ihr Vater von den Deutschen verhaftet wurde. Sie erklärte uns, dass Dorfbewohner als Gleiswächter verpflichtet wurden und diese deswegen von der Wehrmacht mitgenommen wurden. Wir alle sind froh und erleichtert, dass es nicht zu Repressalien kam gegen die lokale Bevölkerung. Die Gleiswächter müssten 10 Scheinerschießungen über sich ergehen lassen. Der Bürgermeister RB berichtete uns, dass es dank der Vermittlungskunst eines Dolmetschers nicht zu wirklichen Erschießungen kam. Damals gab es den Befehl für jeden getöteten Deutschen zwischen 50 und 100 Franzosen zu erschießen. Anderswo in Frankreich und Europa wurde dieser Befehl auch grausam ausgeführt. Noch einmal stellten wir fest, dass in diesem Krieg nicht alle Wehrmachtssoldaten gleich gehandelt haben. Während einige der Barbarei keine Grenzen gesetzt haben, haben andere gezögert, derartige Befehle auszuführen. Neben den Strafaktionen vor Ort gab es die Deportation in deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager. So wurden nicht nur Kommunisten und kommunistische, sondern auch andere Widerstandskämpfer und vor allem Juden mit Unterstützung des Vichy-Regimes nach Deutschland deportiert. Den Dokumenten zufolge, die ich im Internet einsehen konnte, wurden nach dem Sabotageakt in Grandcourt etwa ein Dutzend Widerstandskämpfer verhaftet und deportiert. Einige fanden den Tod in den deutschen KZs. Am 8. Mai
wird jährlich auch ihre gedacht. Das Département de la Somme ist bis heute sehr von den beiden Weltkriegen gezeichnet. Hier fanden die Grabenkämpfe des Ersten Weltkriegs statt. Umso bedeutender war die Einladung von Marcel Herbet an unsere ganze Familie zur Gedenkfeier in Grandcour am 8. Mai 2019. Er hat aus diesem Anlass ein großes Festessen für die ganze Dorfbevölkerung ausgerichtet und alle kamen, bis auf eine Familie, deren Vorfahren in einem deutschen KZ umgebracht wurden. In den Gesprächen an jenem Tag habe ich gelernt, wie unterschiedlich Erinnerung sein kann. Die Menschen aus Grandcour haben die Resistance nicht glorifiziert. Diese Kämpfe gegen Hitler waren für sie keine Helden, obwohl auch sie Nazi-Deutschland als Feinde sahen. Aber wegen der Erfahrung des Massensterbens im Ersten Weltkrieg und aus Furcht vor Repressalien wollten sie die Widerstandskämpfe nicht unterstützen. Dieses Fest der Versöhnung und des Erinnerns am 8. Mai war für uns die Antwort auf Hass und Ausgrenzung. Aber hätten in Grandcour Straferschießungen stattgefunden, hätte uns der Bürgermeister nicht eingeladen. Für meinen Großvater Mike war es ein sehr besonderer Tag. Er hat sich sein ganzes Leben lang mit seinem Vater auseinandergesetzt und an diesem Tag konnte er ihn mit dem ganzen Dorf endlich als Widerstandskämpfer und Opfer ehren. Er sagte uns nach der Zeremonie: "Jetzt haben wir Erwin für dich beerdigt." Damit möchte ich das Wort an meinen Bruder Raphael weitergeben, der mehr über die Familiengeschichte und unserem Umgang mit der Vergangenheit erzählen wird. Man versucht als Kind, zumindest ging es mir so, alles durch das Schema gut gegen schlecht zu erklären, besonders wenn es um Nazis geht. Die Geschichte meines Urgroßvaters Erwin passte da für mich einfach nicht rein. Warum tötete die Resistance einen Unschuldigen, eigentlich einer von ihnen? Warum saß mein kommunistischer Urgroßvater in diesem Zug voller Nazis? Aus diesem Grund habe ich mir Erwins Tod immer als Unfall vorgestellt. Er hatte einfach Pech. Dazu kommen für mich noch andere Geschichten hinzu, aus anderen Familienzweigen. Auf der deutschen Seite starb einer meiner Urgroßväter als überzeugter Nationalsozialist an der Ostfront. Er hätte wegen seinen Kriegsverletzungen schon eher nach Hause kehren können, entschloss sich aber aus eigenem Willen, in Russland weiterzukämpfen, bis zum Tod. Auf der französischen Seite, denn meine Mutter ist Französin, habe ich jüdische Vorfahren. Meine Großmutter und ihre Familie mussten sich ab 1940 verstecken. Viele ihrer Familienangehörige kamen in deutschen KZs ums Leben. Ich musste also als Kind schnell lernen, wie komplex und absurd Krieg ist. Einer meiner Urgroßväter hat für die gekämpft, die den anderen Teil meiner Familie töten wollten. Mein Urgroßvater Erwin wurde von Menschen umgebracht, die für das Gleiche kämpften wie er. Gut und schlecht lässt sich nicht so einfach zuordnen und bestimmt nicht an der Nationalität festmachen. Diese Komplexität ließ ich aber als Kind auf dem Schulhof lieber aus. Als Deutscher hat man nämlich nicht nur einen deutschen Pass, sondern trägt auch einen Teil der deutschen Geschichte. Ich musste als Halbdeutscher in Frankreich miterleben, wie präsent das Ressentiment noch war. Ein Klassenkamerad kam eines Tages auf mich zu und fragte, ob ich Deutscher sei. Nach meiner Bejahung wies er mich darauf hin, dass sein Großvater ihm verboten hatte, mit Deutschen zu spielen. Darauf antwortete ich, die Deutschen, die dein Großvater nicht mag, die mag ich auch nicht. Ich musste lernen, mich gegen die Verallgemeinerungen zu wehren. Und die Geschichte meines Urgroßvaters Erwin sowie meiner jüdischen Familie haben mir dabei viel geholfen. Ich war ein Nachfahre der Verfolgten, nicht der Mörder. Meine Familie war auf der guten Seite. Ich hätte meinen Klassenkameraden gerne erklärt, dass das nicht so einfach ist,
dass ich gleichzeitig gute und schlechte Vorfahren hatte, dass man Nazis in der Familie haben kann, ohne sie als gut zu betrachten, dass Verallgemeinerungen gefährlich sind. Aber die paar Male, wo ich es versucht habe, kamen nur blöde Witze über Raphael der Nazi oder Empörungen, als wäre ich auch zum Teil schuld. Also habe ich einen Teil meiner Familiengeschichte lieber ausgeklammert. Genauso hat auch mein Großvater Michael Erwins Zeit mit der Wehrmachtuniform lieber verdrängt. Ich denke, dass er sich einfach nicht vorstellen oder sogar verzeihen konnte, dass sein Vater diese Uniform getragen hat und dass er in der Uniform gefallen ist. Dabei kann man meinem Großvater nicht vorwerfen, sich nicht mit der Geschichte Erwins auseinandergesetzt zu haben. Michael lebt mit der Geschichte Erwins, obwohl er erst 4 war, als Erwin starb. Politisch führte Erwins Kampf gegen den Faschismus weiter und die ganze Familie auch. Als Lehrer, Doktorvater und vor allem Vorbild hatte Michael Wolfgang Abendroth, der gute Freund und Genosse Erwins. Michael hat sich unter anderem in seiner Doktorarbeit mit den Partisanen in Frankreich beschäftigt, genau jene, die Erwins Zug zum Entgleisen gebracht hatten. Gleichzeitig und vielleicht auch deswegen hat Michael eine große Freundschaft mit Frankreich aufgebaut. Das gleiche gilt auch für seine Schwestern Vera, die nach Frankreich gezogen ist, und Claudia, die in Berlin Französisch lehrte. Die Geschichte Erwins, sein Kampf gegen den Faschismus, seine Zeit im KZ waren für die Familie schon immer prägend. Doch mit seiner Zeit im Krieg hatten wir uns noch nie auseinandergesetzt, oder besser gesagt, nie auseinandersetzen wollen. Aus Scham, dass er auf einem Soldatenfriedhof liegt mit Wehrmachtssoldaten, unter denen sicher überzeugte Nazis sind. Aber auch aus Angst, auf etwas zu stoßen, das wir ihm nicht verzeihen könnten. Das Herausfinden, dass Erwin nie in Kriegsereignisse verwickelt war, war eine große Befreiung. Trotzdem stelle ich mir immer wieder die Frage, was wäre gewesen, wenn wir etwas anderes herausgefunden hätten? Wie wäre ich damit umgegangen? Hätte ich mich dafür schämen müssen? Ich denke, dass wir nicht schuldig für das Handeln unserer Vorfahren sind, aber dennoch Verantwortungen tragen. Als Deutscher und besonders als Deutscher im Ausland verkörpere ich Deutschland und seine Geschichte. Ich habe die Verantwortung, mich mit ihr auseinanderzusetzen und sie zu erklären, auch gegenüber blöden Sprüchen. Ja, Deutschland hat sehr Schlimmes getan. Das heißt aber nicht, dass ich es unterstütze. Als Kind aus der dritten Nachkriegsgeneration, vielleicht die letzte, die Zeitzeugen aus der NS-Zeit kennt, trage ich die Verantwortung, die Geschichte weiterzuerzählen. Die NS-Zeit liegt immer weiter hinter uns, dagegen kann ich nichts machen. Doch die Geschichte lebendig zu halten, das liegt in meiner Hand. Als Nachfahre eines überzeugten Nationalsozialisten trage ich die Verantwortung, zu versuchen zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Gleichzeitig trage ich die Verantwortung, mich für Frieden zu engagieren. Als Nachfahre jüdischer Verfolgter trage ich die Verantwortung, die Geschichte des Holocausts, aber auch der anderen verfolgten Gruppen, durch Familienbeispiele zu illustrieren. Erinnerung braucht nicht nur Bücher, sondern auch Gesichter und Namen. Als Nachfahre des kommunistischen Verfolgten Erwin Schuler, der von der Wehrmacht zwangsrekrutiert wurde, trage ich die Verantwortung, die Geschichte mit in ihrer ganzen Komplexität zu betrachten, zu verstehen und zu erklären. Dies ist schwerer als Verallgemeinerung oder die Einteilung in gut gegen schlecht. Doch nur so kann die Geschichte richtig verstanden werden. Als Ergebnis dieser ganzen Zweige, dieser Mischung von Geschichte und die Vielfalt von Schicksalen trage ich die Verantwortung, mich gegen jegliche Form von Hass und Ausgrenzung zu wehren. Dies ist eine große Verantwortung, doch ich trage sie nicht alleine. Es ist die Verantwortung aller Menschen. Noch ein kleines Wort. Du sprachst viel über Verantwortung, Raphael.
Wir sind nicht verantwortlich dafür, was in der Geschichte geschah, aber wir sind verantwortlich dafür, was die Geschichte daraus macht. Ich weiß nicht mehr genau, wer das so ähnlich gesagt hat, aber Raphael und Manuel machen es sich zu eigen. Erwin Schuler ist einer von vielen, die hier vor Ort und anderswo ihren Einsatz für eine bessere Welt mit ihrem Leben bezahlt haben. Mit seinem Leben bezahlt, ja, und das ab 1933, nicht erst mit dem Tod 1943. Weil er sein Leben aufgeben musste, unter Folter und Todesdrohungen gegen ihn und seine junge Familie. Erwin konnte sein Leben nicht mehr leben, hielt sich zurück und hat selbst seiner Frau Sefa und seinem besten Freund Walter Renz fast nichts über den Kuhberg erzählt, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Zum anderen stehen wir heute hier als deutsch-französische Familie. Meine Frau Ann, meine Eltern, Schwiegereltern hinter der Kamera, stehen sich heute so nahe, dass es schwer vorstellbar ist, dass unsere Großeltern im Krieg gegeneinander standen. Wie war das möglich und wie kann man das ein für alle Mal vermeiden? Unser historischer Bericht enthält einige Antworten. Wir müssen jeden Einzelnen mit dem gleichen Respekt behandeln und ihn nach seinen individuellen Taten beurteilen. Damit müssen wir selbstverständlich lebensbedrohende Taten und Einstellungen mit aller Kraft verurteilen und auch zurückweisen, wie zum Beispiel Antisemitismus und alle Formen des Rassismus. Sie führen zu Hass und Hass verblendet. Diese Erkenntnis prägt unsere Familie und soll noch über viele Generationen weitergegeben werden. Wir danken Ihnen. So, ja, also vielen Dank, liebe Familie Hasenknopf-Schuler. Ich glaube, wir sind alle gleich bewegt von dem, was wir in den letzten Minuten von Ihnen gehört haben. Und Raphael Hasenknopf hat einfach dieses Wort Verantwortung an die Wand hier gezeichnet. Und ich glaube, auch das ist das, was uns so bewegt. Ja. Es war die Verantwortung von Erwin Schuler, seiner Familie gegenüber, seinen politischen Einstellungen gegenüber, sein Verständnis von Gerechtigkeit, von Freiheit gegenüber, wie er leben musste. Davon hat Bernie Hasenknopf uns berichtet, sodass wir uns das sehr gut vorstellen konnten, wie die Zeit nach seiner Haft hier im oberen Kuhberg weiter für ihn verlief. Vielen, vielen Dank für diese Eindrücke. Ich denke, wir können nachher noch ein bisschen im persönlichen Gespräch drüber reden, aber das ist genau das, was uns antreibt. Und insbesondere Sie, Manuel und Raphael, tragen Sie es bitte weiter in Ihre Generation. Finden Sie Menschen, die mit Ihnen diese Verantwortung tragen. Und das, was unsere Vereinsgründer und was wir alle gelebt haben, unser Leben lang, dass es einfach fortführt für die nächsten Generationen. Vielen, vielen Dank. Ich denke, nochmal ein großer Beifall. Wir haben ja ein Stück deutsch-französische Geschichte, deutsch-französische Freundschaft gehört und insbesondere auch der Bürgermeister von Grandcour wollte im Internet unserer Veranstaltung teilnehmen und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Zeichen für uns als europäische Nation, für uns als Deutsche und Franzosen. Ich darf nun ein paar Menschen erinnern, die im letzten Jahr seit unserer Gedenkfeier verstorben sind und die als Vereinsmitglieder immer unseren Verein unterstützt haben. Es war Frau Monika Stegmeier, die verstarb am 23.01. Wir wollen uns nachher erst erheben, Sie können noch sitzen bleiben. Frau Monika Stegmeier verstarb am 23.01.2021. Sie war aktive Naturfreundin und zusammen mit ihrem Mann auch dem DZOK sehr verbunden. Herr Joachim Strauß verstarb am 27.04.2021. Er trat 1999 als Mitglied unseres Vereins bei.
Herr Konrad Sauter verstarb am 27.05.2021. Er lebte und arbeitete seit vielen Jahren in Berlin und engagierte sich vielseitig in Stiftungen für Bildung und Kultur. Und am 10.07.2021 verstarb Frau Esther Bejarano. Sie war Tochter des letzten Ulmer Kantors vor 1938 und Überlebende von Auschwitz. Sie war bis zuletzt unermüdlich zusammen mit ihren Kindern politisch-künstlerisch aktiv und insbesondere bei der Gründung des Vereins war sie Unterstützerin bei der Eröffnung der Gedenkstätte. Darüber hinaus verstarben im vergangenen Jahr noch weitere dem Verein sehr nahestehende Menschen. Frau Hedwig Meser verstarb am 30. Dezember 2020, kurz nach ihrem 100. Geburtstag. Sie war die Schwester von Otto Eicher und legte als erste Blumen auf dem Grab der Geschwister Scholl ab, weil die Familienmitglieder damals in Sippenhaft waren. Gabriela Turand verstarb am 21. Februar 2021. Sie kam in der Bombennacht vom 16. auf 17. November 1944 als Zwangsarbeiterin der Telefunkenwerke nach Ulm, wo sie dann bis zu Kriegsende unter schwersten Bedingungen leben und arbeiten musste. Ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft und ihr Mitgefühl für alle Menschen, die unter Krieg und Gewalt zu leiden hatten, machten sie zu einer Botschafterin der Versöhnung zwischen Polen und Deutschland. Elsie Hirsch, die Großcousine Albert Einsteins, gehörte zu den wenigen noch lebenden ZeitzeugInnen der alten jüdischen Gemeinde Ulms. Dank der Bürgschaft Albert Einsteins konnte sie 1939 nach USA emigrieren. Zur Eröffnung der neuen Synagoge war sie damals bei uns zu Gast. Sie ist im April 2021 verstorben und ihre Hoffnung, dass niemand mehr jemals so etwas erleben muss, ist für uns ein Vermächtnis. Ich darf Sie nun bitten, zu gedenken an alle Opfer des NS-Regimes, insbesondere der Häftlinge am KZ Oberer Kubach, sich zu erheben und wir legen eine Schweigeminute ein. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Vielen Dank. Traditionell werden wir nun das Moos-Soldatenlied hören. Walter Spira wird es uns an der Gitarre vorsingen. Corona-bedingt bitte ich Sie alle, nur in Gedanken mitzusingen. Diese Eindrücke, das hat mich bewegt und berührt. Genauso berührend bin ich drauf. Ja. Genauso berührend ist es für mich, an die Menschen zu gedenken, die sich trotz aller grausamen Tristesse und qualvollem Leid dran gemacht haben, so wie Sie heute, die Dinge in der Kunst und Kultur weiter zu liefern, zu überliefern. Und ich habe die Ehre und bedanke mich auch für die Einladung, dass ich hier dieses wohl neben den guten Mächten von Dietrich Bonhoeffer wohl bekannteste Lied aus dem Bürgermoor, die Moorsoldaten, Ihnen vortragen darf, in Gedenken an alle, die in diesen Zeiten so grausames Leid und den Tod erfahren mussten.
auch das Auge blicke, Moor und Heide, du ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und stumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonnen, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Heimwärts, heimwärts, jeder sehnet sich nach Eltern, Weib und Kind. Manche Brust ein Seufzer dehnet, weil wir hier gefangen sind. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht der Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Vielen Dank, Walter Spira. Ich darf Sie nun noch auf unser Angebot in Anschluss an diese Feier hinweisen. Um 12.45 Uhr wird Martin König eine Sonderführung durch die Gedenkstätte machen. Ich bitte Sie dann nachher unten, sich am Eingang einzufinden. Um 14.30 Uhr findet unsere übliche Sonntagsführung durch Otto Benz statt. Am Herz legen möchte ich Ihnen auch die Eröffnung unserer neuen Sonderausstellung Verweigerte Ehre Hans Hirschfeld am 28. November um 11 Uhr in der Gedenkstätte. Professor Hirschfeld galt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts als führender Hämatologe in Deutschland. Als jüdischer Wissenschaftler verlor er seine Stellung, Vermögen und 1944 auch im KZ Theresienstadt sein Leben. Der Bezug zu Ulm ergibt sich daraus, dass auch nach dem Krieg sein Name in Verbindung mit seiner wissenschaftlichen Forschung unter anderem durch den Gründungsdirektor der Uni Ulm, Professor Ludwig Heilmeier, getilgt wurde. Erst 2012 wurde sein Leben und Wirken lückenlos aufgearbeitet und seine wissenschaftliche Ehre rehabilitiert. Wir bedanken uns nun nochmal für Ihre Anwesenheit und wünschen Ihnen alle, die hier versammelt sind, einen guten Nachhauseweg und vor allem bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank. Thank you.